Dann erstmal zwei historische Persönlichkeiten, die nicht nur wesentlich jünger aussehen, als sie sind, aber die unser Herzzentrum vom ersten Tag an geprägt haben. Frau Pilz, heute heißt sie Pflegedirektorin, früher hieß das alles anders. Herr Schmidt, globaler Geschäftsführer. Und beide, bei beiden müssen wir uns, glaube ich, dafür bedanken, dass wir heute alle hier mit der Ausstattung, mit dem Fortschritt stehen dürfen. Ja, auch meinerseits ein herzliches Willkommen zum 25. Tag des Herzzentrums Brandenburg. Und Herr Schmidt und ich, wir stehen hier sozusagen symbolisch, ja, als Dienstälteste auf der Bühne. Ist schon eine besondere Herausforderung, ja. Aber ich fange einfach mal an, Herr Schmidt. Ich bin ja besonders stolz, dass ich mit Ihnen zusammen die 25 Jahre vertreten darf. Und also, das ganz, gebe das Kompliment zurück. Vielen Dank. Herr Schmidt, Sie waren noch früher dabei als ich. Wie lange kennen Sie das Herzzentrum Brandenburg? Wie lange sind Sie mit dem Herzzentrum Brandenburg unterwegs? Also ich kenne das Herzzentrum Brandenburg wahrscheinlich genau 25 Jahre oder ein klein bisschen mehr, weil irgendetwas dann auch früher angefangen hat. Im Vorfeld zu diesem Tag bin ich dann auch mal in den Keller gegangen und in meinem Keller habe ich meine ganzen Terminkalender aufbewahrt. Ich weiß zwar nicht warum, aber die liegen da und diesmal haben sie geholfen. Ich habe dann mal durchgeblättert und habe dann tatsächlich den Eintrag gefunden. Am 22. Dezember 1992 war der Trägerschaftswechsel des Herzzentrums Brandenburg. Also da ist sozusagen dann das Herzzentrum Brandenburg geboren. Zwei Tage vor Heiligabend, man hat sich wirklich was getraut, zwei Tage vor Weihnachten, vor Heiligabend diesen Tag da zu begehen und daran kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Aber Sie waren noch nicht dabei. Nein. Wo waren Sie? Ich war noch Krankenschwester im Klinikum Berlin-Buch. Okay, und dann haben Sie davon gehört? Genau. Nein, ich war damals Abteilungsschwester, Oberschwester im Klinikum Berlin-Buch und durfte auch in dem damaligen medizinischen Bereich 6 Eingeweihte wissen. Das war damals die ehemalige Klinik für Staatssicherheit, die dann die Tore öffneten, als die Mauer fiel. Und ich war damals als Oberschwester dort auch tätig, dann im Klinikum Berlin-Buch und habe dann gehört und gelesen, es gibt ein Herzzentrum Brandenburg. Okay. Und Sie haben ja sicherlich eine ganze Menge erlebt in der Zeit und können Geschichten erzählen. Sie können die heute ruhig erzählen. Ich meine, die Leute, die hier gekommen sind, sind sowieso alle nur deswegen da, um die Übertragungen aus dem OP zu sehen. Uns hört keiner zu. Erzählen Sie die Geheimnisse der 25 Jahre. Also ich habe mich beworben, heute undenkbar bei dem Chefarzt Dr. Hübner. Da hatte ich auch mein erstes Vorstellungsgespräch. Das war damals der Chefarzt der Abteilung Anästhesie Intensivmedizin. Die Hürde durfte ich dann nehmen und dann bekam ich ein zweites Vorstellungsgespräch. Und da saß dann damals der ehemalige geschäftsführende Direktor Elimar Brandt. Sie, ich sag mal, in der Vertretung des Geschäftsführers, da saßen dann der Chefarzt Schubel und der Chefarzt Hübner und haben mir wichtige Fragen gestellt. Und ja, ich bin dann am 1. März 1993 als Pflegedienstleiterin eingestellt worden im Herzzentrum Brandenburg. Ich hatte zwar kein Büro und ich hatte auch keine Stellenpläne und ich hatte auch keine Sekretärin. Die Frau Meinecke, damals schon Sekretärin des damaligen Chefarztes der Herzchirurgie, Dr. Schubel, hat mir dann Asyl gegeben, hat gesagt, Frau Pilz, wenn Sie einen Tisch brauchen und einen Stuhl brauchen, dann kommen Sie hier rein, hier können Sie die Gespräche führen. Ja, so haben wir angefangen. Vieles hat sich verändert, einiges hat sich gar nicht verändert, muss ich jetzt mal so sagen. Was hat sich nicht verändert? Wir hatten damals schon tolle Ärzte. Wir hatten damals sehr engagierte und natürlich die hübschesten Schwestern. Das ist heute immer noch so. Wir hatten damals sehr engagierte Krankenpfleger, heute sehr viele mehr an Bord. Was wir damals getan haben, was wir heute immer noch tun, wir machen es nicht zum Selbstzweck, sondern wir machen es wirklich für die Patienten, die zu uns kommen. Mit Herz, mit Verstand, mit allem, was wir können. So 80% bei uns dabei zu sein, funktioniert im Herzzentrum Brandenburg nicht. Und man muss wirklich so sagen, egal in welcher Berufsgruppe,
Ärzte, Pflege, alle Mitarbeiter an allen Stellen, und das sind ganz viele, vom Hauswirtschaftsbereich über den Wäschebereich, über den Servicebereich. Also wir haben so viele Abteilungen, ich will jetzt wirklich nicht alle aufzählen, aber im Herzzentrum Brandenburg fühlt man sich nur wohl, wenn man 100% dabei ist. Ja, und vieles hat sich natürlich verändert, die ganze Materialwirtschaft. Wie war so die technische Ausstattung? Oh, wir hatten eigentlich eine Station mit 29 Betten und fanden das schon maximal. Wir hatten eine Intensivstation damals mit 6 Betten. Heute haben wir 18. Mit dem Krankenhausneubau werden wir 30 haben. Wir hatten einen OP-Saal. Wir hatten auch noch keine Kardiologie. Nein, wir hatten eine Herzchirurgie. Genau. Ja. Genau. Ja, genau. Unglaublich. Genau, wir hatten eine Herzchirurgie und die kardiologischen Konsile haben wir damals sozusagen aus dem Klinikum Buch uns geholt. Ja. Es hat sich vieles verändert. Ich sehe gerade Dieter Meinecke, damals Fachpfleger der Anästhesie, ist jeden Tag mit einem Rollwagen in den Keller gegangen und hat dafür gesorgt, dass alle Materialien, ja, oder hat die Mitarbeiter eingeteilt, nicht immer selber, ja, aber dass alle Schläuche und Materialien aus dem Keller in die Bereiche gebracht werden. Heute undenkbar. Heute kommt Logisurf, eine Tochtergesellschaft der Emanuel-Diakonie, und bringt uns in der Zeit von 3 Uhr nachts bis 5:30 früh alle Materialien in das Haus, die wir brauchen. Und die Versorgungsassistentinnen bringen dann am Vormittag alle Materialien dorthin, wo die Mitarbeiter diese Materialien benötigen. Also ich sag mal vom Pflaster bis zum Oxygenator in den OP. Also es haben sich viele Dinge verändert, ja. Frau Pils, lassen Sie uns trotzdem noch mal so einen Blick nach hinten machen und zu diesem Tag hin. Es gibt einen sehr, sehr netten Mitarbeiter, Oliver Neumann, der auch früher in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde gearbeitet hat, und der hat so ein kleines Archiv betreut, und der ist noch mal in die Tiefen des Archivs gestiegen und hat tatsächlich 6 von diesen unglaublichen Videokassetten gefunden. Stellen Sie sich vor, das ist eine Videokassette, ja? Und für die Veranstaltung der Eröffnung gibt es 6 Stück, um eine Stunde aufzuzeichnen, brauchte man 6 dieser Kassetten. Das kriegen Sie heute in 45 Sekunden wahrscheinlich auf Ihr Handy übertragen, diese Datenmenge. Und diese Kassetten hat er gefunden, und wir haben sie noch mal ein klein wenig gesichtet und haben einen kleinen Einspieler vorbereitet, um sie einfach mal mitzunehmen. Wie war das damals zu Beginn vor 25 Jahren? Bitte sehen Sie selbst. Es ist ein besonderer Tag für Brandenburg und für Berlin. Hier entsteht der Nukleus für das Herzzentrum, das eines Tages die Länder Brandenburg und Berlin umfassen soll. Ich freue mich über dieses Gelingen, weil es für mich sozusagen in doppelter Weise Herzenssache geworden ist, was sich hier verwirklichen lässt und was hier weitergeführt wird und was wir nach meiner Überzeugung brauchen für Brandenburg und für die ganze Region. Und hier ist ein Punkt gestaltet worden, der nun eben auch einfach mit Lebensbedingungen und mit Menschenwürde zusammenhängt, und dazu tragen Sie mit Ihrer Arbeit bei, und das ist wirklich Herzenssache auch im doppelten Sinne. Seit einem Jahr bemühen wir uns ja nun hier tatsächlich zu Strukturen zu kommen, die einigermaßen zukunftsträchtig und verantwortbar sind. Also wirklich wichtig scheint mir zu sein, dass wir auch nicht, wenn ein festlicher Anlass da ist, so tun, als ob nun alles in bester Ordnung ist. Es ist nicht in bester Ordnung. Und es geht weiter mit dem Kampf. Und es ist also schlicht und ergreifend so, dass dieses gute Miteinander, von dem die Rede war, immer noch unser Ziel ist. Es ist ganz, ganz schwer. Hier ist es uns gelungen. Es kann nicht so sein, dass Berlin alles vorhält, Ost-Berlin mit Überkapazitäten, West-Berlin mit noch viel mehr Überkapazitäten für westdeutsche Verhältnisse. Und dort machen sie jetzt die Spezialversorgung. Und in Brandenburg, die können wir sehen, wie sie denn die Fußkranken dann auch behandeln. So kann es nicht sein. Wir werden uns Mühe geben, zu sagen, Brandenburger gehören in Brandenburger Krankenhäuser. Nun kriegen wir Mittel, um den investiven Nachholbedarf ein bisschen zu beseitigen. Und wo gehen die Mittel denn möglicherweise hin? Wieder nach Berlin.
Und das ist wirklich ein Ding der Unmöglichkeit. Wir brauchen in Brandenburg wirklich eine Krankenhauslandschaft und auch wir brauchen auch Disziplinen, die anspruchsvoller sind für die Bürger vor Ort. Wir wollen nicht übermütig werden, wir sind von Haus aus bescheidene Menschen. Es muss aber doch so sein, dass wir in bestimmten Zentren dann auch Leistungen vorhalten, die tatsächlich eben nicht bloß zweite Wahl sind oder die Sorte Grundversorgung. Und deswegen also meine große Bitte, Redlichkeit im Umgang mit Berlin und Brandenburg. Herzlichen Dank. Also wenn Sie denken, dass manchem auf dem Weg die Puste ausgegangen ist, manchmal hatte das ja den Anschein auf dem Weg zu diesem Tag, die Puste würde ausgehen und es bleibt etwas Unvollendetes. Nein, wir haben die Puste behalten. Herr Bartha, ich würde Sie bitten, zu uns auf die Bühne zu kommen. Sie sind Abteilungsleiter in unserem Ministerium. Wir haben in dem Video unsere ehemalige Gesundheitsministerin Regine Hildebrand gesehen. Wir haben unseren ehemaligen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe gesehen, unseren damaligen Geschäftsführer Elimar Brandt. Ich glaube, Sie waren noch länger dabei wie Udo Schmidt. Kann das sein? Erzählen Sie uns. Ich bin Beamter im höheren nicht-technischen Dienst, deswegen brauche ich manchmal etwas Assistenz. Ja, ich bin tatsächlich seit 91 im Gesundheitsministerium in Brandenburg und ich kann mich noch erinnern, wie das begann. Das war im Januar, Februar 1992, da kam die Senatsverwaltung für Gesundheit Berlin nach Potsdam und hat uns offeriert, dass es in Berlin-Buch eine Herzklinik gäbe, die man zur Versorgung der Berliner nicht benötigte. Man hat ja das Herzzentrum mit Professor Hetzer gehabt und in dem MB6 in Berlin-Buch, diese Klinik sei für die Versorgung der Berliner nicht erforderlich. Brandenburg habe doch keine Herzchirurgie, ob wir sie nicht übernehmen wollten. Wir haben dann gesagt, ja, das ist richtig, wir haben als einziges Bundesland keine herzchirurgische Versorgung gehabt damals. Unser Herzzentrum in Cottbus kam nicht recht vom Fleck und haben dann überlegt, wo ist der Haken? Und dann haben wir gesagt, da müssen wir uns beraten lassen. Wir haben dann aus damals Europas größtem Herzzentrum Bad Oeynhausen Professor Körfer und seine Verwaltungsmitarbeiter eingeflogen. Die haben sich mit Dr. Schubel, Dr. Hübner in Berlin-Buch unterhalten, haben sich das angeguckt und kamen dann zurück und sagten, es könnte gehen. Aber wir brauchen eine Kardiologie, die Urologie muss raus. Man teilte sich damals die OP-Räume mit der Urologie, das muss man sich vorstellen. Ein OP-Saal. Dann könnte es gehen. Aber so geschmeidig, wie sich das in Festveranstaltungen mitunter anhört, ist es dann doch nicht abgelaufen. Und man konnte schon ab und zu den Eindruck haben, die Puste geht einem aus. Ich habe auch in meinem Terminkalender nachgeschaut von 92 und habe gesehen, dass wir da also fast alle zwei Wochen einen Termin hatten, zu dem wir beraten und verhandelt haben, um das Projekt voranzubringen. Denn Berlin wollte seine Klinik nur auf ein anderes Land, also auf Brandenburg, übertragen. Und wir sind auch in der Verwaltung Überraschungen gewohnt, aber dass wir plötzlich Träger einer Hightech-Klinik werden, das passte nicht in unsere Vorstellung und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen jemand anders. Da muss jemand her, der das für uns macht. Und da gab es die Immanuel-Diakonie, die ja in Berlin-Buch schon eine Rheumaklinik hatte, nach Wannsee-Vorbild. Und da lag das nahe, Elimar Brandt und die Immanuel-Diakonie zu fragen, ob sie sich das vorstellen können. Und dann haben wir einen Vertrag gemacht, nicht? Der ging dann so, dass Berlin die Klinik auf Brandenburg übertragen hat und, wie die Juristen sagen, innerhalb einer juristischen Sekunde das Ganze dann weiterging auf Immanuel. Und das wurde dann als ein richtig tolles Projekt Berlin-Brandenburgischer Zusammenarbeit im Gesundheitswesen gefeiert. Und umso heftiger waren dann die Schlagzeilen, als wir zwei Jahre später entscheiden mussten, Buch zu verlassen und nach Bernau zu gehen. Das war die einzig richtige Entscheidung, nachdem uns Berlin dann damit konfrontiert hatte, dass die Zielplanungen für Buch doch deutlich teurer werden und wir dann richtig hätten
in die Kasse greifen müssen. Aber das ist eine andere Geschichte, die erzähle ich dann, wenn Sie 25 Jahre Umzug nach Bernau feiern. Genau, genau so ist es, ja. Ja, wirklich eine andere Geschichte, aber dann ist das Herzzentrum Brandenburg tatsächlich in Brandenburg angekommen. Und da bin ich doch nochmal bei Frau Hildebrand, die ja wirklich die Sachen eindrücklich darstellen konnte. Und wenn man sie heute so sieht und erlebt da in diesem Film, dann denkt man, sowas brauchen wir heute auch noch, um wirklich auch das Standing von Brandenburg gegenüber Berlin deutlich zu machen. Und dann landen wir vielleicht doch nochmal in der Gegenwart. Wir sind ja dabei, schon die Vorbereitungen zu treffen für einen neuen Krankenhausplan 2020. Glaube ich, soll es den dann geben. Und die Schatten werfen so schon ein wenig das Licht voraus. Und wie wird das zwischen Berlin und Brandenburg? Sind wir da wirklich auf Augenhöhe oder bräuchten wir dann nochmal so jemanden wie Regine Hildebrand, die das den Berlinern deutlich macht? Wie schätzen Sie das ein, Herr Bartha? Ja, also die war schon toll, muss man sagen. Aber wir sind ein Vierteljahrhundert weiter, Herr Schmidt, und vieles von dem, was Regine Hildebrand eben in dem kleinen Ausschnitt an Erwartungen, an Forderungen formuliert hat, das ist ja eingetreten. Wir haben ja eine sehr gut aufgestellte Krankenhauslandschaft in Brandenburg, nicht nur Grundversorgung, wir haben hochspezialisierte Fachkliniken und wir kooperieren mit Berlin auf vielen, vielen Gebieten inzwischen, sehr partnerschaftlich, überall da, wo es vernünftig ist. Eine gemeinsame Obergerichte haben wir, einen Verkehrsverbund, wir diejenigen, die das bezahlen, was sie hier machen, die Krankenkassen, die sind alle Berlin-Brandenburgisch organisiert. 200.000 Brandenburger pendeln jeden Morgen nach Berlin rein und 80.000 Berliner pendeln jeden Morgen nach Brandenburg raus zur Arbeit. Also unglaublich viele Verflechtungsbeziehungen. Und deswegen denke ich, sollten wir auch in der gesundheitlichen Versorgung das tun, was vernünftig ist, nämlich uns nicht nur locker abstimmen, sondern planvoll vorgehen, nicht dem freien Spiel überlassen, wie die Versorgung sich entwickelt, sondern uns einen Plan machen, wie wir in unserer Gesundheitsregion die Menschen auch morgen und übermorgen gut versorgen können. Und da muss man sich auch keine Sorgen machen. Wir machen das wie immer, wie in den letzten 25 Jahren, in Abstimmung mit den Krankenhäusern selbstverständlich. Und wenn ich das sagen darf, derjenige, der vor 25 Jahren für die Krankenhausplanung mitverantwortlich war, der hat die Absicht, so Gott will, auch 2020 noch dabei zu sein. Okay, also bleiben wir auf Augenhöhe. Sehr schön. Herr Bartha, ich darf stellvertretend für ganz viele Patienten, stellvertretend für ganz viele Angehörige, stellvertretend für die Mitarbeiter des Herzzentrums Brandenburg Ihnen Danke sagen und Ihnen sagen, nehmen Sie diesen Dank an alle Akteure mit, die sich das damals getraut haben. Das war eine Riesenaktion, ja. Brandenburg hatte kein Herzzentrum. Sie haben gesagt, wir holen die jetzt, ja, wir übernehmen die jetzt und dann holen wir die nach. Also ganz herzlichen Dank. Sie hatten die Ideen, Sie haben die Weichen gestellt und wir sind den Zug, wir sind aufgestiegen und sind, ich sag mal, den Zug gut gefahren. Von daher für unsere Patienten, nehmen Sie den Dank mit, ja. Ja, Frau Pilz, und hier können wir ein bisschen sehen, was daraus geworden ist und was jetzt ganz aktuell daraus geworden ist. Das ist unser Neubau. Ich weiß nicht, wer ihn schon mal so gesehen hat. Das ist ja eine Luftaufnahme. Also da müssen Sie dann schon mit dem Hubschrauber unterwegs gewesen sein. Und wir heißen Sie herzlich willkommen, dann nach einem Jahr, wenn der Ausbau fertig ist, sich den Neubau anzusehen. Und wir werden sicherlich dazu einladen. Was auch Wirklichkeit geworden ist, ist, dass die Verbindung zwischen Berlin und Brandenburg eigentlich geschlossen wurde. Das, was Regine Hildebrand auch gefordert hat, ist eingetreten. Immanuel-Diakonie ist nicht nur hier in Brandenburg mit Herzpatienten unterwegs, sondern mittlerweile auch in Berlin. Und seit Anfang des Jahres gibt es das Kardiozentrum Berlin, das zur Immanuel-Diakonie gehört. Das Kardiozentrum gab es schon länger. Die Herren, die das betrieben haben, sind heute auch hier. Herzlich willkommen, Herr Kutscherer, Herr Dr. Hotz. Und die Immanuel-Diakonie hat dieses medizinische Versorgungszentrum übernommen an der Ecke unter den Linden, Friedrichstraße, also ein ganz bekannter Ort. Und damit haben wir einen wichtigen Baustein gesetzt zwischen Berlin und Brandenburg in der Herzversorgung. Und Sie dürfen das gerne weitersagen, dass auch Berliner Patienten die Leistungen dort in Anspruch nehmen dürfen. Und wir werden eng zusammenarbeiten mit den Menschen, die in dem Kardiozentrum dort arbeiten und die hier bei uns in Bernau sind. Herr Bartha, was geben Sie uns noch mit auf den Weg für die, wie viele Jahre auch immer?
Naja, zunächst mal gebe ich den Dank zurück, Frau Pilz, Herr Schmidt. Also den Dank an all diejenigen, die über ein Vierteljahrhundert sich hier um Patientinnen und Patienten gekümmert haben, die sie therapiert haben, die sie versorgt haben, die sie begleitet haben. Und wenn ich Ihnen etwas mit auf den Weg geben wollte, dann würde ich Anleihe nehmen in Ihrem Programm von heute. Bleiben Sie neugierig. Ja, bleiben Sie kreativ. Bleiben Sie dran an den Entwicklungen in der Kardiochirurgie, in der Kardiologie, in der Anästhesiologie, in der Pflege. Und dann werden Sie auch in den nächsten 25 Jahren weiterhin das Vertrauen, das so viele Menschen in Sie und Ihre Arbeit setzen, rechtfertigen. Vielen Dank. Vielen Dank.